Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Book of Unwritten Tales. Wir haben anscheinend hier ziemlich viel zu erledigen. Wir müssen hier dem Komitee der Untoten helfen und ich glaube, wir müssen fast jedem helfen von den drei Mitgliedern. Ihm müssen wir einen Kolper besorgen, ihn müssen wir hier von dem, ja, von dem Joch befreien und unten gibt es noch eine Wasserleiche. Der müssen wir irgendwie beibringen, dass ihr Liebhaber sie verlassen hat. Aber zuerst gehen wir mal nach draußen. So, wen haben wir denn da? Den Herrn Paladin, der anscheinend nicht gemerkt hat, dass unser Wilbur entführt worden ist. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Das stimmt. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Kennst du gute Paladin-Witze? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Ich habe mit den Zombies gesprochen, den du im Büßerbalken gesteckt hast. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einem verzeihen. Das ist wohl das Zelt des rauchenden Büffels, oder? Wie kommen wir denn da hin? Was denn? Er hat Stöckelschuhe auf seinem Banner. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie und mich etwas an. Also gut. Du weißt schon, welche Kleider Männer normalerweise tragen? Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel, nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag, Freak. Schon okay, ist halt ein Männerclub, gell? Ein reiner Männerclub, die auch keine Frauen aufnehmen. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Oh, Mann. Mich etwas an. Gut, ich muss weiter. Ich muss los. Männerkram machen. Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Ich weiß auch, wer du bist. Was haben wir denn hier? Betrachte das Stück Papier. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Dann nimm sie mit. So, wollen wir mal gucken, was es sonst noch so gibt. Betrachte die Reisetruhe. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Er sieht gerade nicht her. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen.
Im Krieg. Mehr Interessantes war nicht drin. Nicht, dass ich Pompons interessant finden würde. Ja, klar. So, wir gucken mal weiter. Wir betrachten mal hier den Wimpel. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... rote Slipper? Das Schwert hat ein Herzchen. Betritt das Tipi. Von dieser Entfernung her betritt das Tipi zu machen, ist natürlich auch lustig. Der läuft ja jetzt ein halbes Jahr. Ach du Schreck. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht und die mich nicht zu hören scheint oder sich nicht beleidigen lässt. Hallo da. Hallo? Jemand zu Hause? Ich habe dich gehört. Oh, das ist Spitze. Ich bin Nate. Wer bist du? Und was bist du? Mein Name ist Nate. Und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf, Donnerhuf oder Regenmacher. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauren. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Das heißt? Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Wow, viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. So, wir gucken mal, was es hier so zu entdecken gibt. Es geht noch weiter, oder was? Richtig. Ach so. Was rauchst du da? Was rauchst du da für ein Zeug? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Du solltest Gras fressen, nicht rauchen. Okay. Ich wollte dich mit dem Mu nicht beleidigen. Das mit dem Mu ist mir nur so rausgerutscht, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse, sag mal Mu. Verstehst du? Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nun mal nach Büffel und da habe ich... Danke, ich habe dir verziehen. Astrein. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Ja, betrachte den Mörser. Ein Mörser samt Stöße in echter Männergröße. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Für Tränen ist er gut, den nehmen wir mit. Hey Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, stell mal kurz vor dich hin. Danke. Betrachte den Blasebalg. Ein Blasebalg. Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts. Er ist kaputt. Du sprichst weise. Endlich mal jemand, der das erkennt. So. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Ja, ja, mach nichts. Betrachte den Topf. Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Der Deckel wird von den Ketten festgehalten. Ziemlich raffiniert. Der Topf ist leer.
Mhm. Gut, dann gehen wir wieder raus. So, wir haben jetzt eine Karte, die eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Würde ich gerne sehen. Ah, es ist eine Schnellreisekarte. Guck mal hier. Schnellreisekarte, Schnellreisekarte, Schnellreisekarte. Gut, wir gehen mal nach hier. Wir gehen nach da. Gibt's nichts mehr zu entdecken, oder? Das ist, glaube ich, die Ork-Festung, oder? Ich würde sagen, das ist die Ork-Festung. Betrachte das Gerät. Im Gerät schläft nie. So eine Art Saftpresse, würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Nimm mal mit. Hey, funktioniert sogar noch. Vielleicht konnten die Grünen heute nur nicht damit umgehen. Geht immer noch. Aber was könnte ich auspressen? Die Pompons. So, was haben wir denn hier? Betrachte das Plakat. Gesucht. Er schlagt den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue. Bla bla bla, ist doch immer dasselbe. Irgendwie glaube ich da nicht recht dran. Aber versuchen wir es. Was glaubst du, was du da tust, Wurm? Ich stürme euer Lager? Wer bist du? Ich bin der große Rockgor. Häuptling der Blutsensen-Orks. Aha. Was habt ihr mit Wilbur gemacht? Was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach, der? Der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aber seit wann gibt man seinen Gnomen Namen? Geht es ihm gut? Das hoffe ich doch. Was will man mit einem kaputten Gnom? Ich will Wilbur wieder haben. Ich will Wilbur zurückhaben. Auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorgt dir einen neuen. Aber ich bin für ihn verantwortlich. Kein Problem. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Und als solcher bleibt er hier bei uns. Was denn für ein Kriegerwettkampf? Was ist das genau, ein Kriegerwettkampf? Damit finden wir heraus, wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Und Webo ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwhisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Ah, naja gut, dann klingt's auch ziemlich lukrativ. Kann jeder am Wettkampf teilnehmen? Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Einer wie du wäre reine Zeitverschwendung. Aber ich bin verdammt gefährlich. Ich sehe vielleicht nicht gefährlich aus, aber manchmal sind die unscheinbaren Menschen die gefährlichsten. Du hast recht. Tatsächlich? Du siehst nicht gefährlich aus. Das stimmt. Aber wenn ich einen Krieger finde, kann der auch für mich am Wettkampf teilnehmen? Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Warum würdet ihr als Ork... warum müsst ihr... Orks immer Ärger machen. Warum gibt es immer Ärger mit euch? Ihr entführt harmlose Gnome und greift grundlos die freie Welt an. Es war kein Angriff. Es war eine vorweggenommene Verteidigung der Heimat in Feindesland. Und außerdem
Was sollen wir sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderes steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Geradezu unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach was, alles Propaganda. Hier im Lager warten 1000 kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Krieger auf ihren Einsatz. Also 5. Aber sicher. Ich komme wieder. Ich werde warten. Also 5. Was ist das da hinten? Stonehenge oder was? Und hier oben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Wolken sich drehen. Nee, tun sie nicht. Das wäre ja cool gewesen. Okay, wir haben hier, betrachtet den Müllhaufen und da ist eine Saftpresse. Das ist okay. Gibt es sonst noch was zu entdecken hier? Ach, guck mal, da ist noch blaues Kraut. Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Nimm ein paar mit. Die Blüten leuchten in sattem Blau. Wollen Sie damit jemanden anlocken oder warnen? Nimm sie mit. Toll. Jetzt habe ich blaue Finger. Nimm mal die blauen Blumen und setz sie da in die Presse. Geht nicht. Gut. Ein Kupfernapf aus dem Tipi. Er ist leer. Ja. Passiert. Nimm das Plakat, okay. So, ich will es mir nochmal angucken. Nein, ich will es mir angucken. Ich will es mir angucken. Vorne schaut mich ein seltsames Wildschwein-ähnliches Wesen an. Die Rückseite des Blattes ist leer. Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Also gut, hier kommen wir nicht weiter. Wir gehen dann also mal raus und suchen uns einen anderen Weg. Denn es gibt ja noch genug Wege. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir über unsere Schnellreisekarte? Nö. Kommen wir noch nicht weiter. Da müssen wir mal gucken hier. Wie geht's denn da weiter? Wird doch gar nicht. Wir reden nochmal mit dem Paladin, aber das ist ja kein starker Krieger, oder? Hallo, Prinzessin. Ja. Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu... Ja, ist wieder das Gleiche. Und mich etwas an. Ach ja. Ich muss los. Männerkram machen. Ja. Haha. Der Puschen an? Hausschuhe? Ich würde gerne hier unten weitergehen. Da geht's weiter. Nee, da kommen wir nur ins Zelt. Ciao. Wir gehen nochmal hier rein. So, jetzt gehen wir nach unten und holen uns erstmal die Tränen. So, in dem Kupfernapf legen wir das. Das geht nicht. Ich war jetzt fest davon überzeugt, dass das funktioniert. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde.
Das haben wir uns noch nicht angeguckt. Ein Grab. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Okay. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Warte, denn zweimal? Kann man sich mit dem Körper und mit dem... zwei Gesprächsdinger... Betrachte die gelbe Farbe. Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass da viel drin ist. Das macht nichts, nehmen Sie trotzdem mit. Na, ein kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Nein, nein, du sollst mit Gulliver reden. Oh. Mann, ey. Rede mit Gulliver. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Anscheinend haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger? Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Aha. So ein... gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Wie soll ich Wilbur rausholen, wenn ich keinen Krieger finden kann? Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbur da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Hanteln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln, durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen. Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Dann, nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen, wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Und der andere Weg? Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Wenn deine Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen, kannst du als Krieger ein Versager sein. Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Kriegerset. Wie kommst du denn darauf? Och, nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Set hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden? In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie... Also... Was soll ich für dich tun, damit du mir weiterhilfst? Nun, du könntest mir bei meinem Körper helfen. Wer hätte das gedacht? Was fehlt? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Herz. Mhm. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz, der wird meinem Körper Leben einhauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Darauf möchte ich wetten. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn du so bist. Also gut. Du bist sicher, dass du eine Lunge brauchst? Wofür soll eine Lunge in einer Maschine gut sein? Wozu wohl? Sie versorgt den Körper mit Sauerstoff. Und wozu brauchst du den Sauerstoff? In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wird mit Hilfe des Sauerstoffs aus Zucker Energie gewonnen. Die Energie wird für lebenswichtige Organe benötigt, insbesondere fürs Gehirn. Du bist ein Totenkopf. Du hast kein Hirn, du lebst ganz ohne Blut, Sauerstoff und Zucker und all den Kram. In meiner Konstruktionsanleitung steht ganz klar, dass ein Mensch ohne Lungen nicht leben kann. Du meinst die Cornflakes-Packung mit dem Kinderspecial Dein Körper und du, fünf Wege zur richtigen Ernährung?
Ich habe nur eine Chance und ich will es richtig machen. Also bring mir eine Lunge. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Im Luftsack ist ein großes Loch. So kann ich ihm das Ding nicht anbieten. Er erwartet eine tadellose Präzisionsmaschine. Alles gut. Dann machen wir das doch mal folgendermaßen. Wir nehmen das Papier und verbinden es die Ränder des Lochs mit Klebstoff ein. Fehlt nur noch ein Flicken. Ich hätte jetzt gedacht, dass es der Bogen Papier ist, dass der damit funktioniert. Der Pompon ist es ja nicht, oder? Nee. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Hey, Chef. Lass uns seine Aufgaben sagen. Der Lebende. Ulmir hat mir von einem Kriegsset erzählt. Weißt du etwas davon? Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen? Ich will Wilbur befreien. Puh, du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es. Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Das wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Na gut. Der Paladin wird dir niemals verzeihen, wie es aussieht. Ich habe mit dem Paladin gesprochen und es sieht so aus, als würde er dir niemals verzeihen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es so einfach wird. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was soll ich tun? Lass dir etwas einfallen. Ich muss aus seinem Munde hören, ich verzeihe dir. Erst dann wird sich dieser Balken öffnen. Okay. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind... So, liebe Leute, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen versuchen wir weiterhin, den Untoten hier zu helfen und unserem kleinen Freund Wilbur zu helfen, von den Orks zu entkommen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.